Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Citybus Manager in Wiesbaden. In der letzten Folge haben wir ein bisschen geforscht, haben einige Erkenntnisse gesammelt, einige neue Technologien entdeckt und wir haben uns an die Aufgabe gesetzt, hier einmal unsere Kundenbewertung zu verbessern, denn um es einfach direkt zu sagen, die ist miserabel. Wir sind bei einer Bewertung von 2,8 Sternen. Wenn das ein Restaurant wäre, würde ich da definitiv nicht essen gehen wollen. Und ja, wir haben uns zwar schon leicht verbessert, aber nicht wirklich viel. Wir sind, glaube ich, von 2,6 auf 2,8 gekommen. Und das kann so nicht bleiben. Das müssen wir auf jeden Fall im weiteren Verlauf ändern. Und wir haben da so ein relativ nützliches Tool durch unsere Forschung herausgefunden. Und zwar haben wir hier eine detaillierte Bewertung, wo wir die einzelnen Punkte uns anschauen können. Und da haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal so einen Plan, was wir hier angehen müssen, was wir anders machen müssen und wo wir auf jeden Fall noch Sachen machen müssen. Und das machen wir auf jeden Fall nebenbei so, und wo wir auch noch dran arbeiten müssen, das ist hier einmal eine Kapazitätserweiterung. Denn wir sehen hier bei der Linie 1, die ist überfüllt, zumindest in der Hauptverkehrszeit. Zwar nicht mehr so stark wie beim ersten Mal, aber mittlerweile schon relativ stark. Hier die Linie geht, die 3 geht auch. Da wird das nur abends anscheinend ein bisschen schwierig. Aber da haben wir eben einen größeren Bus eingesetzt. Ja, und dann hier unsere Linie 20, da müssen wir auch leider Fahrgäste stehen lassen. Das kann so nicht bleiben, das müssen wir ändern. Und da werden wir heute ein bisschen weiter dran arbeiten. So, als allererstes sind hier wieder ein paar Busse, die wir zuweisen müssen. Einmal hier die Linie 1. Wie sieht das hier eigentlich aus? Seid ihr hier sehr gestresst? Ach nee, ihr seid ja gut drauf. Dann könnt ihr einfach fahren. Genau. Die Linie 3, was hatten wir da? Da habe ich jetzt auch ein Line City drauf gesetzt, weil der Zito, glaube ich, zu klein dafür war. Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich würde mal ganz gerne gucken, wann kommen hier die anderen Busse zurück. 13:40 Uhr ist noch ein A21, der New Ramses kommt. Ah, okay, das ist ein bisschen doof. Den hätte ich nämlich ganz gerne da eingesetzt. Dann geben wir doch hier einen Line City ab. Ich glaube, das sollte trotzdem passen. 14:20 Uhr wird die Schicht fällig. Brauchen wir wahrscheinlich auch einen A21. Der kommt um 14:20 Uhr zurück. 14:45 Uhr kommt der zurück. Das kriegen wir irgendwie hin, auf jeden Fall. Hier alles auf jeden Fall passend zuzuordnen. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Ja, ansonsten, wir haben hier ein bisschen die Linie erweitert. Die fährt jetzt hier zur Wiesbadener Hochschule noch mit hin. Und ich denke mal, wir werden... Was würde sich denn anbieten? Also hier, die Straße ist natürlich wichtig. Oder eher gesagt, die beiden Straßen, das sind nämlich zwei Einbahnstraßen, die sollten wir definitiv hier mal anbinden, weil hier haben wir auch wieder sehr viele Points of Interest, wie man hier ganz gut sehen kann. Wir könnten auch einen neuen Stadtteil anbinden, hier, Bierstadt, ich finde ja immer noch den Namen ganz toll. Da wird tatsächlich Bier gebraut, ich habe es auch schon mal getrunken, ich finde es tatsächlich sogar ziemlich lecker, um ehrlich zu sein. Genau, so, der ist hier definitiv falsch, auf der 20. Eigentlich wir bräuchten da definitiv einen Line City, aber okay. Wir könnten auch Schierstein anbinden. Das ist hier, aber wir haben es noch nicht komplett freigeschaltet. Wir könnten hier... Ja, nee, Kastell haben wir auch noch nicht. Da müssen wir uns südlich noch weiterentwickeln. Oh, okay. Dann kriegen wir hier Mainz auf jeden Fall auch noch mit drauf. Also zumindest das Mainzer Innenstadtgebiet. Gut. Was machen wir? Hier haben wir tatsächlich relativ wenige Points of Interest. Das finde ich ein bisschen schade. Was haben wir hier? Ja, weil hier ist sonst, glaube ich... auch ein bisschen was los. Hier ist, glaube ich, auch ein Berufsschulzentrum, wenn ich das richtig weiß. Genau, hier sind ganz, ganz viele Schulen, die könnten wir auch anbinden. Ah, was machen wir? Ich würde sagen, wir warten bis zur Nacht. Weil sonst müssen wir das jetzt hier gleich auch noch irgendwie machen. Wir können jetzt erstmal schauen, was können wir hier erforschen. Da können wir jetzt erstmal nichts erforschen. Wir können 10.000 Euro ausgeben und nach einem weiteren Gelenkbus forschen oder 8.000 Euro und WLAN erforschen. Das müssen wir auch mal alles nachrüsten. Oder wir forschen am besseren Essen für die Mitarbeiter. Das ist auch eine ganz gute Idee. Ich würde mal sagen, das machen wir dann auch. Das kostet uns nichts und dann sind unsere Mitarbeiter ein bisschen zufriedener. Wäre schön. So, du bist ab 13:55 Uhr weg. Was wir mit dem Zito machen, weiß ich noch nicht. Ah, und ab 15:40 Uhr brauchen wir noch einen weiteren für die X2. Ah, stimmt, dann packen wir den hier auf die X2. Das müsste ja eigentlich passen.
So, den haben wir jetzt hier wieder. Kriegen wir den noch schnell gereinigt? Ist kein Bus verfügbar. Reinig den bitte schnell. Wir haben nur noch nicht viel Zeit. Hätte ich das vielleicht nicht machen sollen? Okay, ich kann es jetzt eh nicht mehr abbrechen. Also von daher ist egal. Ja doch, das schaffen wir. Es wird keine verspätete Zuweisung. Also, hoffentlich nicht. Komm schon. Du bist gleich sauber. Ja, okay, verspätete Zuweisung. So, ich weiß gar nicht, was für Fahrer wir da jetzt zugeordnet haben. Oh, kriegen wir hier noch einen weiteren Bus ins Depot bis 16.15 Uhr? Ja, wir kriegen hier den Juramsis noch einmal. Ah, und wir kriegen hier noch den Line City, ja, doch, das passt. Die müssen wir aber vorher sauber machen, das geht aber, denke ich mal, sauber machen und tanken. Also, ich weiß nicht, was in Wiesbaden los ist. Stinken die Fahrgäste so sehr, weil, Alter, schaut euch das mal an. Der ist einen halben Tag unterwegs gewesen und dann sieht er gleich so aus. Eieiei. Hier so im Service Center ist auch eine Menge los. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ach ja, müssen wir alles schön dokumentieren. Deswegen mache ich hier gerade Screenshots. Das dürfte man... Ach, das sieht man hier sogar, weil ich mache hier eine Bildschirmaufnahme. Sonst kriegt das Spiel das ja nicht hin. Genau, dann lassen wir das jetzt hier mal ein bisschen schneller durchlaufen. Du wirst dann später auf die 1 kommen. Also bis jetzt haben wir auf jeden Fall genug Busse. Bei den Fahrern könnte es ein bisschen knapper werden. Dass wir da welche doppelt einsetzen müssen. Oh, du bist ja super freundlich. Wir können ja mal schauen, ob wir hier wenigstens schon mal jemand Freundlicheres finden. Das sieht aber bis jetzt... Oh ja, hier, schaut mal. Emanuel König. Die ist zwar, ich glaube, Emanuel mit dem ELLE am Ende dürfte weiblich sein. Ich denke mal, dass wir die einstellen. Auch wenn die nicht so zuverlässig ist, sie ist wenigstens freundlich. Das heißt, die nehmen wir mit. Und wir wollten ja auch einen Service-Mitarbeiter rauswerfen, weil die ja so unfreundlich waren hier. Wie sieht das denn aus? Du bist total unfreundlich. Du kostest uns ja auch so viel. Dann weg mit dir. So, du musst jetzt auch hier nicht mehr mit uns arbeiten, aber wir brauchen dich dann hier nicht mehr. Achso, aber... Nee, habe ich die... Doch, die ist entlassen, die arbeitet trotzdem weiter. Wow, dass ihr das noch macht. Ja, ich glaube, mit 3 Leuten kommen wir hier auch gut zurecht. Ah, ich habe was vergessen. Der hier. Oh, shit. Ja, das passiert, wenn man mit anderen Sachen beschäftigt ist. So, ich bringe mir hier auch schon mal auf Vordermann. Und was wir hier auch machen können übrigens, wir können hier schon mal ein bisschen was aufrüsten. Oder auch nicht. Ah, ich glaube, wir haben keine... Ach doch, jetzt. Jetzt geht das. Wir haben ja ein paar neue Technologien freigeschaltet und die wollen wir dann natürlich auch einsetzen hier. Ich weiß nicht, ob wir dafür Ersatzteile brauchen. Das wäre eigentlich, also wenn wir eine Klimaanlage nachrüsten, müssten wir eine verbrauchen. Wir haben 0 auf Lager. Okay, wenn der nächste Bus hier ist, dann schauen wir mal. Wie sieht das denn sonst hier aus? Was bist du? Oh. Ah nee, du bist gar nicht so spät. Du bist zu spät. Ah! Ja, mein Fehler. Das wird er auch nicht mehr rausholen können, weil ich das, ja... Nee. Vielleicht, wenn er mit der letzten Fahrt durch ist, hat er es ein bisschen aufgeholt. Ist trotzdem alles sinnlos überfüllt. Oder maßlos überfüllt, nicht sinnlos. Oje, oje. Gut, aber ich würde mal sagen, dass wir hier als nächstes hier Bierstadt so ein bisschen ins Visier nehmen. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein paar Kliniken, okay. Die könnten wir auch mitnehmen. Ich weiß nicht, das müsste Sonnenberg sein. Da ist Rambach, das dürfte hier dann wahrscheinlich, ja, hier, Sonnenberg sein. Hier sind auch ein paar Points of Interest, das könnten wir hier auch erstmal verbinden. Erstmal so die ganzen Sachen mitnehmen, die auch tatsächlich sehr stark angebunden werden müssen. Hier haben wir Schulen, glaube ich, genau, Schule am Geisberg. Das ist so ein Ort, also so ein Bereich, wo ich mich absolut nicht auskenne. Da war ich, glaube ich, noch nie. Ich war auch noch nie in, was war das, Rambach, glaube ich. Ich war aber schon mal in dem Stadtteil, der da nördlicher ist. Genau. Trotzdem können wir auch anbinden. Genau. Schauen wir mal, was auf dem Gebrauchtwagenmarkt so los ist. Ah, wir haben ein paar Fahrkarten verkauft. Das ist schön. Schauen wir mal, was da so los ist, was wir da kaufen können. Wir können uns einen Gelenkbus kaufen.
Hätte ich Bock drauf? Hätte ich schon, ehrlich gesagt, um ehrlich zu sein, Bock drauf. Aber in den meisten Fällen wäre der ja eigentlich nur nötig, wenn wir halt in der Hauptverkehrszeit fahren. Sonst wäre der halt leer in einigen Punkten, wenn man das jetzt wirtschaftlich sehen würde. A78, das ist ja eher so ein Überlandbus. Nee, ich weiß nicht, ob wir den brauchen. So, du bist hier. Nee, du bist hier zurückgekommen. Na, dich können wir mal waschen. Wie sieht das bei dir aus? Du bist eigentlich auch ganz in Ordnung. Ich würde jetzt mal sagen, dass wir alle Busse nacheinander so ein bisschen aufrüsten. Es ist halt. Wir steigern damit unsere Bewertung. Was haben wir hier? Magdalena Piotrowski. Hi Chef, ich wollte nur mal sagen, dass ich extrem glücklich mit der Arbeit hier bin. Es freut mich sehr, für die Firma zu arbeiten und ich hoffe noch auf viele weitere Jahre. Wunderbar, also sowas hört man gerne. Hey, wir können dir ja mal, wenn wir hier nett sind, können wir dir ein bisschen Geld geben. Genau. So, dann würde ich mal sagen, planen wir hier mal so eine neue Linie. Ich mache das mal ein bisschen langsamer, damit die Zeit jetzt nicht so stark weiterläuft. Doch, ich würde sagen, wir starten hier in Bierstadt. Wir können hier natürlich auch so einen Auftrag annehmen. Hier zum Beispiel die Kaiser-Friedrich-Therme. Die. Ist die hier? Das ist hier der Kurpark. Also, die könnte aber auch weiter hier irgendwo sein. Ich weiß das tatsächlich nicht genau, aber die muss. Thermalbad Aukamtal. Also da unten ist auf jeden Fall der Tierpark. Tierpark. Der Kurpark. Genau. Konzertmuschel, Kurhaus Wiesbaden. Übrigens ein sehr interessantes Gebäude. Also ich finde es sehr schön. Das hat keinen Namen. Okay. Nein, wir machen eine eigene Linie. Wir starten. Wo ist denn das? Hier sind wir in Bierstadt. Venatorstraße, das sagt mir was. Das ist irgendeine Endhaltestelle. Fliedner Schule. Wollen wir die auch mal mitnehmen? Ich würde mal sagen, wir starten hier an der Schule. Ich mache schon wieder den Fehler übrigens. Ich würde mal sagen, wir fahren hier den Hauptbahnhof an. Aber wir kommen ja von hier, das heißt, wir können die Innenstadt mitnehmen. Doch ja, das können wir verbinden. Das heißt, wir starten hier am Hauptbahnhof Bussteig D. Halten dann hier am Landeshaus, dann nehmen wir hier die Straße wieder mit. Hier die Landesbibliothek. Und jetzt müssen wir schauen. Hier müssten wir jetzt abbiegen in die Luisenstraße. Genau, dann hier Wilhelmstraße. Und jetzt auf nach Bierstadt. So, ich nehme hier auch mal wirklich hier die vorgefertigten Haltestellen. Wir könnten hier auch noch abzweigen. Geht's denn dahin? Hier ist das Thermalbad, okay. Ja, ach nee, Thermalbad Aukam. Geht's denn hier in Kurkliniken? Liebenaustraße, das ist alles nichts, was mir jetzt gerade so unbedingt was sagt. Hier ist Friedhof Sonnenberg. Hofgartenplatz. Nee. Kann ich leider nicht so viel mit anfangen. Ich weiß auch gerade nicht, welche Linie hier entlang fährt. Also es tut mir leid. So gut kenne ich mich dann in dem Bereich nicht aus. Plutoweg, das ist hier auf unserer Seite. Zieglerstraße. Ich würde mal sagen, wir fahren hier. Machen wir hier noch einen kleinen Bogen? Also hier sind die ganzen Points of Interest. Nehmen wir hier die Poststraße mit. Da ist ja ein bisschen weniger. Dann nehmen wir hier, dann halten wir hier noch einmal. Die Schule müssen wir ja nicht unbedingt mitnehmen, aber ich binde die mal an, dass wir da so einzelne Fahrten haben, die da halt hingehen. So, die. Was ich mich jetzt allerdings auch frage, mal eben so ganz zwischendurch. Wir können ja einzelne Haltestellen ausblenden. Wird dann trotzdem hier noch die Linienführung über die Haltestelle mitgenommen? Weil das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Da habe ich noch nie drauf geachtet. Das wäre ja doof. Deswegen, weil die Zeiten bleiben ja auch immer noch so, als ob sich da an der Linienführung nicht wirklich was ändert. Hier, wir könnten auch hier an der Deutschen Klinik für Diagnostik noch halten, dass wir hier so einen kleinen Bogen drumherum fahren. Das wäre auch noch eine Idee. So, Wartestraße. Ah, okay, nee, das geht nicht. Dann müssen wir hier so auf unserer Seite. Ich führe das jetzt erstmal so. Blumenstraße. Und dann fahren wir hier über das Dernsche Gelände. Doch, das kommt hin, ja. Dernsches Gelände.
Ich glaube, wenn wir hier halten, nehmen wir nicht den Platz der Deutschen Einheit mit, sondern nur das Luisenforum. So ist es zumindest in Realität. Dann fahren wir hier runter. Scheffelstraße. Und dann enden wir hier wieder. Das wäre unsere Linie. Wir bräuchten zwei neue Busse. Das kriegen wir auch hin. Wir bräuchten relativ große Busse. In Hauptverkehrszeit 30 Minuten. So bräuchten wir nur einen, aber so kriegen wir weniger Leute mit. Wenn wir jetzt dauerhaft einen 30-Minuten-Takt haben, bräuchten wir jetzt vier neue Busse, glaube ich. Weil wir brauchen ja... Die überschneiden sich ja so ein bisschen die Schichten. Ich glaube, das lohnt sich erstmal hier so ein 60-Minuten-Takt. Genau, Haltestellen anpassen. Ich nehme mal hier die... Wo ist sie denn? Die... Wo ist die denn? Die Fliedner-Schule nehme ich hier mal im normalen Fahrplan raus. Genau, die ist jetzt hier nicht mit drin. Und an der Venatorstraße gebe ich jetzt mal 2 Minuten Aufenthalt. Dann haben wir hier 40 Minuten bis zum Hauptbahnhof, die wir vom Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof brauchen. Gut. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie es mit Umstiegen aussieht. Ich würde einfach mal, wenn wir dann jetzt hier, ja, wann fangen wir denn an? Ja doch, 5 Uhr ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich mache mal 5.05 Uhr, dann haben wir hier so ein bisschen... Oder 5.10 Uhr, dann haben wir das auch ein bisschen entzerrt. Und dann fahren wir bis 21.10 Uhr, 22.10 Uhr. Ja doch, 22.10 Uhr. Das sollte, glaube ich, gehen. Oder 4.10 Uhr. Ich mache 4.40 Uhr. Genau. So. Und die Schule, wann binden wir die an? Da brauchen wir vielleicht irgendwie so einzelne Stichfahrten. Das lassen wir jetzt erstmal. Jetzt ist es erstmal so. Und dann kann ich auch mal checken, ob die da trotzdem entlang fahren. Unser Fahrplan sieht jetzt so aus. Die Fliedner Schule wird hier gar nicht angebunden. Aber wir fahren hier so. Und das müssten wir... Ja, das kriegen wir mit einem Bus so hin. Dann brauchen wir für die Hauptverkehrszeit noch einen zweiten. Das heißt, wir brauchen eigentlich 2 oder 3 neue Busse. Das müssen wir jetzt nochmal eben schauen. Theoretisch 3. Ich bestätige das jetzt erstmal so. Gut. Ach so, wir haben jetzt noch keine Liniennummer. Hier unten ist Erbenheim. Erbenheim hat die 2. Dann hat Bierstadt die... Ich hätte Erbenheim nicht die 2 geben sollen. Ich hätte hier bei den bevölkerungsreichen Stadtteilen anfangen sollen. So, alle Linien, die nach Dotzheim führen, kriegen eine 1 irgendwie so. Alle Linien, die nach Schierstein oder Biebrich fahren, eine 2. Alle, die nach in die Mainzer Stadtteile fahren, kriegen eine 3. Dann Erbenheim eine 4 und Bierstadt eine 5. Ja, dann passt das doch. Dann machen wir das so. Dann wirst du auch zur X4. Ist jetzt nur der Name, der sich ändert. So, X4. Ja, der bleibt so. Linie 5. Linie 20 wird zur Linie 40. Also wir nehmen am besten mal hier so am Anfang immer die Linien. Also... Die 4 am Anfang sagt, dass die Linie nach Erbenheim fährt. So. Wenn wir dann Linien haben, die in verschiedene Stadtteile fahren, wird es ein bisschen schwieriger, aber das schauen wir dann, wenn das soweit ist. Das ist jetzt nichts für. Das ist jetzt für mein Zukunfts-Ich ist das etwas. So. Linie 51 wird das dann. Genau. Erweiterte Einstellungen. So. Linie X4, Linie 3, wenn Dotzheim 1 ist, Biebrich-Schierstein 2, dann wirst du zur Linie 21. Genau. Aber wollen wir hier noch den Fahrplan ein bisschen... Wollen wir hier noch ein bisschen den Fahrplan erweitern? Erweiterte Einstellungen, einfacher Modus, wir schauen mal. Wir fahren bis... Doch, das passt, glaube ich, so mit dem Ende. Da ist dann ja ein bisschen weniger los. Wir können vielleicht sogar später starten. Ab hier geht es ja richtig ab, ab 5.20 Uhr. Das heißt, dann starten wir ab da. Und wir fahren mal bis 20.20 Uhr. Und zwischendurch haben wir dann immer so 30 Minuten Intervalle. Okay. Gut. Das hätten wir angepasst. Ich denke mal, dann werden wir hier übrigens auch diese Aufgabe hier noch schaffen. Und zwar, dass wir dann hier unser Liniennetz vergrößert haben. Ich meine, wir haben einen ganzen neuen Stadtteil angebunden. Genau, und die fahren jetzt noch, aber auch nicht mehr lang. Genau. Oh nein! Unser Bus hat einen Platten.
Und der stinkt. Oh Gott. Können wir den Keilriemen gleich auch mal mit? Oh nein, ich habe nicht genügend. Ich habe keine Reifen. Oh nein. Nee, komm, den brauchen wir. Das ist jetzt doof. So, ansonsten geht das hier, glaube ich. Die können wir dann am nächsten Tag reinigen. Marktplatz. Wir brauchen Fahrzeuge und vielleicht auch noch Fahrer. Hier ist ein A21. Der ist... Ich glaube, den können wir nehmen. Ich würde den aber noch gerne ein bisschen runterhandeln. War jetzt nicht viel, aber wenigstens ein bisschen. Uiuiui. Den können wir auch, glaube ich, ein bisschen hier anpassen. Klimaanlage und Blinker hat der auch kaputt. Hier ist auch noch einer, aber der ist noch schlechter. Hier sind A78. Die sind hier alle nicht so grün. Und wenn, dann haben die viel zu wenig Plätze. Ja, oder hier so ein Gelenkbus. Aber dafür haben wir jetzt noch nicht die... Dafür haben wir jetzt leider noch nicht die Kapazität. So, den tanken wir noch. Können wir den jetzt... Ja, komm, wir können den jetzt reparieren, dann machen wir das. So, du brauchst einen Blinker und Bremsbeläge. Dass der bei kaputten Bremsbelägen raucht? Ja doch, es ist gut möglich. Ein Fahrzeug brauchen wir jetzt noch. Ja, schauen wir mal, was wir da jetzt noch... Also ich will eigentlich keinen neuen kaufen. Ich kann hier aber auch einen neuen Solobus mal erforschen. Ich würde das auch nochmal machen. Vielleicht kriegen wir da noch einen mit ein bisschen besseren Konditionen. So, gebraucht. A21, was hast du kaputt? Klimaanlage und Licht. Ja, dafür, dass du Klimaanlage und Licht kaputt hast, bist du aber immer noch teuer. Was hast du kaputt? Blinker und Klimaanlage und... ihr seid alle so teuer. Und nicht mal gut. Wie viel kostet hier neu? 73 Fahrgäste, 83 Fahrgäste. Komm, wir haben das Geld. Machen wir. So, Busfarbe. Wir müssen uns auch nochmal so ein Design ausdenken, fällt mir gerade ein. So, was für eine Farbe mag ich denn? Ich mag eigentlich dieses Blau. Und dann können wir hier noch irgendwie so eine orange Banderole machen. Oder hier so eine orange Front, ja. Das ist jetzt alles andere als sauber, aber wir haben jetzt hier eine orange Front, okay? So. Ich will das nicht so weit hinten haben, aber das macht er sonst nicht. Oh je. So, jetzt haben wir hier eine orange Front. Hier bitte auch. Ach ja, das geht. Nehmen wir. Dann haben wir jetzt noch einen neuen und dann müssten wir für morgen gut gewappnet sein. Wir bräuchten vielleicht noch einen weiteren Fahrer. Haben wir jemand Gutes? Oh, ihr seid alle nicht freundlich. War zuverlässig. Am liebsten hier. Die hier. So, du wirst du jetzt auch, wirst du, ja, du wirst repariert, okay. Es hat nur ein bisschen gedauert. Gut, ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn es weitergeht, wenn hier auf dem Betriebshof ein bisschen weniger Trubel ist. Also, bis gleich. So, und da sind wir wieder und wir haben gerade die Aufgabe gelöst, dass wir unser Liniennetz erweitern sollen. Das hat nochmal gut Kohle gegeben und gut Pokale. Wir können jetzt wieder ein bisschen mehr forschen, wie wir hier sehen können. Yay, das ist schon ganz cool. Wir können uns erweitern. Hier. Wir können ja uns bis zu 10 Mal erweitern, in alle Richtungen theoretisch. Also 10 Mal entweder in, also insgesamt 10 Mal erweitern und wir können uns aussuchen, in welche Richtung jeweils. Dann
Und was wäre denn sinnvoll? Was wäre sinnvoll? Wollen wir uns nach Süden erweitern und dann wahrscheinlich Mainz-Kastel freischalten? Wollen wir uns nach Westen erweitern und hier Dotzheim als relativ star bevölkerungsstarken Stadtteil freischalten? Ich wäre tatsächlich für Mainz-Kastel. Ich weiß nicht warum, aber ich habe da irgendwie so das, ich habe irgendwie schon Bock darauf, dass wir uns noch da ausbreiten. Das heißt, ich entwickle mal nach Süden. Okay. So, unsere nächste Aufgabe ist übrigens, dass wir unsere Betriebsbewertung verbessern. Das haben wir doch schon seit Ewigkeiten vor. Wie gestaltet sich das denn? Wir sind bei 2,8, okay. Aber ich hoffe mal, dass die Bewertungen jetzt langsam besser werden. Wir haben unsere Busse ja mal ein bisschen aufgerüstet. Und schön zu wissen wäre es jetzt natürlich, wie unsere neue Linie hier, ach nee, das ist Erbenheim. Wie unsere neue Linie jetzt hier ankommt. Die 51. Na, die wird gut genutzt. Ob ein Solobus ausreicht? Das wird knapp. Wir nehmen ja hier beides mit. Ja, doch. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe, mussten wir niemanden stehen lassen. Hoppala. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt tatsächlich. Ja, wunderbar. Wir haben uns gerade erweitert. Das ging schnell. Also unser Forscher, der könnte vielleicht mal eine Beförderung oder so verdienen. Wir schauen jetzt nochmal eben, wie sich das jetzt hier mit den Fahrgastzahlen auswirkt. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Die 1 ist natürlich wie immer überfüllt. Daran können wir jetzt leider nichts ändern. Das tut mir natürlich ein bisschen leid. Wir können es ja uns auch später mal anschauen. So, was haben wir jetzt freigeschaltet hier unten? Ja, wunderbar. Also den wichtigsten Bereich hier von Mainz-Kastel haben wir freigeschaltet. Hier den Bahnhof haben wir. Genau, und wir können jetzt theoretisch sogar hier Mainz anbinden. Wir haben selbst den, schaut mal, wir haben hier so viel, was wir hier jetzt in Mainz anbinden können. Also wir werden jetzt vielleicht aus der Wiesbus GmbH eine wie Mainzbus GmbH oder so machen. Ich weiß es nicht. Okay, unsere Busse haben übrigens stark zu kämpfen. Das ist jetzt ein bisschen schade. Ich sehe das gerade, dass wir hier richtig Probleme haben. So. Unsere Reinigungskraft beschwert sich. Du bist doch gerade nicht am Arbeiten. Wir haben hier sogar einen Bus gerade noch stehen. Das ist ja schön. Ich wollte hier unsere Bewertung anschauen. Es wird wahrscheinlich besser. Also ich glaube, ja, hier schaut mal, beim Reisekomfort verbessern wir uns schon ordentlich. Das ist auch schon mal was. Haltestellenqualität ist auch noch so etwas, dass wir hier ein bisschen mehr in die Haltestellen investieren. Also hier die Rheinstraße ist ja zum Beispiel auch gut besucht. Die habe ich schon. Also die habe ich schon ein bisschen erweitert. Was sind noch so Haltestellen, die gut besucht sind? Ich weiß jetzt nicht, ich glaube hier eher weniger. Das ist ja eher so ein totes Ende gerade. Erstmal halt so die wichtigsten Haltestellen upgraden. Vor allem jetzt hier, ich glaube, ja, die haben wir auch schon, die haben wir auch schon, denen haben wir auch schon ein Upgrade bereitet. Was haben wir hier? Zufriedenheit so niedrig. Warum ist die denn so niedrig? So, wir rüsten die mal hier entlang dieser Strecke auf. Das geht, glaube ich, auch. Wo ist denn sonst noch viel los? Ja, hier haben wir, hier machen wir. Hier geht eigentlich. Oh, wir brauchen. Oh, also ich bin noch nicht so ganz daran gewöhnt, dass wir jetzt hier in der Stadt spielen. Weil ich sehe gerade, dass hier unser Service Center wieder ja, ziemlich überlastet ist. Ich platziere mal so ein paar Spinde und dann können wir hier noch ein paar Servicekräfte einstellen. Ich werde dann auch mal hier noch so einen kleinen Service-Schalter noch mit hinstellen. Und dann schauen wir mal, was wir da noch für Mitarbeiter finden. Hier, du bist sehr freundlich und du bist sehr freundlich. Dann haben wir jetzt, glaube ich, genug Leute, weil schaut mal, wie lange die hier warten müssen. Naja, das bin ich vom Dorf anders gewöhnt. Also 40 Minuten Wartezeit ist schon heftig. Ich habe ja vorher bei mir halt in der Heimat gespielt. Ich komme halt vom Dorf und da war jetzt nicht so viel los. Ich glaube, ich habe selbst mit dem riesen Liniennetz habe ich nicht so viel Leute hier gebraucht im Service Center. Aber unsere Wartezeiten, die verkürzen sich ein bisschen. Gut. Wie seht ihr aus? Wir reinigen euch ein bisschen. Der technische Zustand geht auch. Ja, das geht alles. Die können wir später, glaube ich, genauso einsetzen. Ja, wunderbar. Dann, die nächste Schicht. Ja, komm. Geben wir dir.
Wie sieht das hier aus? Wir haben noch zwei komplett stressfreie Mitarbeiter. Das ist schön. Und die anderen sind ein bisschen weniger gestresst. So, wo können wir denn noch dran forschen? Wir haben übrigens auch einen neuen Bus freigeschaltet. Den wollte ich mir mal eben anschauen, weil ich habe gelesen, ein O405. Ja, hier. Wir haben hier einen O405. Und der nimmt sogar noch mehr Fahrgäste mit als ein Line City. Also das finde ich jetzt, das finde ich schön. Also ich hätte Bock jetzt einen O405 zu kaufen. Weil damit kriegen wir noch mehr Leute mit. Machen wir das? Kaufen wir uns einen O405? Einfach wegen der Nostalgie? Oh, ja. Ich meine, wir erweitern uns ja eh. Also deswegen, von daher, sollte das wohl drin sein. So. Die 51. Wie sieht das da mit den Kapazitäten aus? Die ist schon, ja, okay, die ist schon gut ausgelastet, die 51. Das heißt, da kommt auf jeden Fall ein Line City drauf. Den kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht so schnell fertig. Der muss hier vor allem ein bisschen repariert werden. Den rüsten wir mal auf. Den nehmen wir jetzt nicht, aber du kriegst jetzt hier den Line City. So, und mehr Fahrer brauchen wir auch. Aber die sind alle nicht freundlich und teuer. Na, toll. Wer von denen ist denn? Ihr seid ja alle voll unfreundlich. Hier, wir bezahlen dir ein bisschen mehr, damit du ein bisschen freundlicher bist. Dann nehmen wir dich noch. Ja, also man kann hier einiges machen, finde ich. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir hier unsere Bewertung hochbekommen. So, die X4. Ich würde tatsächlich hier den hier darauf setzen. Auf die 21. Die 21 war welche? Die 21 war die nach Biebrich. Achso, es ist kein Bus frei, der die Schicht fahren könnte. Das ist unglücklich. Aber ich denke mal, da sollten gleich noch wieder welche kommen. Fährt Schicht bis 15:30 Uhr, bis 14:20 Uhr. Ja, das passt doch alles. Wir sind relativ früh dran. Das wird, denke ich mal, demnächst auch noch viel spannender werden. Also je mehr Linien wir haben, je mehr Fahrzeuge wir hier koordinieren müssen, desto spannender wird das. Ich würde mal auf die 21 den hier setzen. Auf die 51. Oh. Das geht gerade nicht. Also einige sind hier echt mit der Arbeit zufrieden. Das ist ja schön, aber der ist halt auch alles andere als gestresst. Daran wollen wir mal was ändern. Wir senken die Preise für Ersatzteile. Woran forschen wir noch an? Ja, komm, wir forschen an WLAN. Müssen mit der Zeit gehen. So, du bist bereit und dann würde ich dich aber hier auf die 1 setzen. Wie sieht das hier? Oh. Ihr seid alle total gestresst. Nee, das können wir nicht machen. Oh ja, hier, guck mal, so freundlich. Und dann nehmen wir dich noch. Dann haben wir jetzt, glaube ich, wieder welche. So. Unser O405 sieht auch einsatzbereit aus. Ich setze den mal auf die 1. So, du musst gereinigt werden. Und dann haben wir, glaube ich, für heute alles schon geplant. Ja, ist doch wunderbar. Ja, wir müssen definitiv Kapazitäten erweitern. Wir sind bei der 1 jetzt mittlerweile relativ gut. Zumindest in der Nebenverkehrszeit, wie man hier sehen kann. Da sind die nur noch leicht überfüllt. Aber in der Hauptverkehrszeit eben noch sehr stark überfüllt, wie man hier, glaube ich, sehen kann. Also morgens sieht man das hier, die X4. Da ist alles in Ordnung, bis auf irgendwie so zwei Fahrten bis jetzt. Das ist ja noch ganz gut. Bei der 21. Die 21, ah, okay. Bei der 21, da haben wir noch das Problem irgendwie mittags. Ist auch spannend. Die sind einfach mal überfüllt. Ja, und unsere 41 ist auch mal knapp und mal sehr deutlich überfüllt. Wunderbar. Und die 51 auch. Ja, wir müssen definitiv
Takte auch vielleicht erweitern, dann können wir auch theoretisch kleinere Busse verwenden, wenn wir die Takte erweitern. Aber brauchen wir mehr Fahrer und so. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt uns direkt noch erweitern sollen oder ob wir das hier erstmal richtig gut zum Laufen bringen sollen. Ich wäre eigentlich dafür, dass wir es erstmal richtig gut zum Laufen bringen. Aber gut. So, was haben wir geschafft? Ah, wir haben 12.000 Fahrgäste befördert. Das ging schnell. So, ich will jetzt mal eben ganz... Ja, okay, der lässt die Schule da unten ganz aus. Also den Linienast nimmt er gar nicht mit. Ja gut, ich glaube, wir sind schon wieder durch mit knapp über einer halben Stunde oder so. Das heißt, wir sind eigentlich wieder ganz gut im Rennen. So, wir können hier auch nochmal so ein bisschen Spritverbrauch senken. Du forschst hier immer noch an irgendwas, okay. Also das, worauf ich gerne hinausarbeiten möchte, ist dieser Schichtplan, weil der macht uns echt einiges einfacher. Also, da sind wir, glaube ich, auch gar nicht mehr so weit weg. 111 Pokale hier noch, das geht. Deswegen, das schaffen wir, glaube ich, in einer der nächsten Folgen hoffentlich. Das macht uns hier einiges einfacher. Genau. So, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt hier von dieser Folge. Wir sind fürs Erste durch. Ich hätte Bock, noch weiter zu spielen. Ich habe nur leider keine Zeit. Beziehungsweise ich will auch jetzt nicht so viel vorproduzieren, aber das Spiel macht Spaß. Das hat einen kleinen Suchtfaktor. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss!